Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim D&I-Versuch Fungizid aus der Wintergerste. Herzlich willkommen hier beim D&I-Versuch Fungizid aus der Wintergerste. Sie haben in dieser Saison schon mitbekommen, dass sich gerade im Bereich Fungizide bei der Wintergerste sehr viel ändert. Einerseits, weil bewährte Wirkstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen und andererseits, weil natürlich auch die Resistenzentwicklung voranschreitet und es bei manchen Gerstenkrankheiten, ich denke da an Netzflecken, ich denke an Ramularia, immer schwieriger wird, die Krankheiten noch mit den zur Verfügung stehenden Produkten in den Griff zu bekommen. Ja, dieser Problematik und Fragestellung widmen wir uns hier im Versuchswesen und suchen mehr oder weniger händeringend nach einem Nachfolger für Clortalonil, so will ich es mal bezeichnen. Gerade wenn es um den Bereich Ramularia geht, da war Clortalonil bis dato das Mittel der Wahl im vorbeugenden Langzeitschutz auf dem Fahnenblatt. Das steht nicht mehr zur Verfügung und deswegen suchen wir Alternativen. Das haben Sie im letzten Jahr auch schon gesehen, dass da wieder verstärkten Schwefel zur Anwendung kommt, was gewisse Effekte bringt, bei weitem nicht vergleichbar mit dem Clortalonil, auch in der Handhabung schwierig, deswegen sind hier verschiedene Schwefelformen, Formulierungen auch in der Anwendung, beispielsweise sei mal genannten Lebosol-Schwefel flüssig, was sicherlich leichter zu handhaben ist bei der Anwendung wie ein Netzschwefel, aber auch andere Fragestellungen. Ja, gerade im Bereich Ramularia hat sich gezeigt, dass das neue Azol der BASF im Balaya, im Revitrex sicherlich eine gute Wirkung zeigt. Nichtsdestotrotz hoffen viele auf die Zulassung von Volpan in der Gerste, welches als Kontakt dann eine ähnliche Rolle einnimmt wie in der Vergangenheit das Clortalonil und welches in der Beimischung zu bewährten anderen Fungiziden, die zur Verfügung stehen, sicherlich eine Leistungssteigerung zeigt. Ja, wenn es natürlich nur um Zwergrost geht, und das haben wir im Rheinland in den letzten Jahren häufig, dann ist alles kein Problem, möchte man sagen. Genauso wie wenn es um Metau geht, das sind Krankheiten, die lassen sich mit allen zur Verfügung stehenden Produkten leicht bekämpfen. Und wir sehen auch im Monitoring, wir reichen frühzeitig Blattproben ins Labor ein. Da sehen wir einfach, dass eigentlich dieses Jahr mal wieder bis jetzt kein Ramularia-Jahr zu werden scheint. Also im Moment ist da wenig Druck vorhanden in den Beständen. Der muss sich erst langsam aufbauen. Der könnte spät zur Abreife eine Rolle spielen. Da ist eine Frage, ob er dann noch ertragsrelevant wird. Ja, generell sind wir davon überzeugt, dass wir mit diesen Versuchen Ihnen weiterhin passende Lösungen für die Wintergerste anbieten können in den kommenden Jahren. Es wird nicht einfacher, aber wir werden die Krankheiten weiterhin im Griff behalten. Es sind auch hoffnungsvolle Neuzulassungen in der Pipeline, die sind hier im Versuch mit abgebildet und sobald eine Zulassung erfolgt, sind wir da auch in der Lage, darüber zu berichten.